Junge, ich habe mir gerade am Frühstückstisch ein Video von KuchenTV reingezogen über Aline Bachmann. Und ich weiß nicht warum, ja, es ist ein richtig ernstes Thema, aber auf einmal haut es mir komplett mein ganzes Müsli aus der Nase. Ich habe so einen übelsten Lachflash bekommen, weil ich nicht verstehen kann, wie dumm manche Menschen wirklich sind. Auf jeden Fall ganz kurz zusammengefasst, sie redet über ein Kind, was gestorben ist, aber sie sagt, es ist nicht gestorben. Guckt euch das an. Dass er ja angeblich gar nicht tot ist, sagt sie übrigens während dieses Livestreams nicht nur einmal, sondern mehrmals. Einen Toten zu lang, also er ist nicht tot, das kann ich jetzt nochmal sagen. Ihr könnt gerne gucken gehen. Alter, sorry, wirklich, mein Beileid an die ganze Familie, wirklich, es tut mir leid, aber Junge, was für... Du kannst gerne gucken gehen. Oder du hältst einfach mal deine Fresse. Was soll ich gucken gehen? Weil so blöd kann doch niemand sein. Du kannst gerne gucken gehen. Nee, Mann, der ist nicht tot. Guck doch. Wer ist sie überhaupt? Die ist 40 oder so, macht so Social Media. Streamt so auf Instagram. Such dir einen Job oder so mit 40. Einfach respektlos. Einfach dermaßen respektlos. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Gute Einführungsrunde. Herzlich willkommen zu diesem Video. Jetzt mal Real Talk, ne? Wolwig, sowieso das brutalste Wasser, ne? Hier unbezahlte Werbung. Die haben mir hier neue Sorten rausgebracht. Die kommen schon nice. Ich bin gerade am Austesten. Jetzt habe ich Apfel, Zitrone, dann noch Gurke, Minze etc. Ich habe jetzt hier die Hälfte jetzt hier in den Apo-RED-Baba-Kanister reingesneakt. Apo-RED-Baba-Kanister. Und dann einfach noch ein bisschen Wasser dazu geaddet. Was? Alter, Digga, Jungs, meine Kameraabdeckung ist weggecrackt, Alter. Und dann habe ich hier einfach so ein Piece of Clay Band mir abgerissen. Und dann habe ich das einfach dazu geaddet. Und jetzt habe ich das einfach wieder gefixt, Mann, Alter. Apo RED Baba-Kanister. Naja. Wenigstens gibt es heute eine gute Nachricht. Eduard Schäfer, mein größtes Idol, neben It's Nico, wurde von Apache 207 angerufen. Rapper Apache 207 hat angerufen, voll cool, oh mein Gott, Insta... Ja, okay, das wissen wir. Okay. Hallo. Ja? Bist du der echte Apache? Woher hast du meine Nummer? Ich dachte, er hat dich angerufen. Woher hast du meine Nummer? Von Rapper, die... Ich hoffe aus meinem neuen Musikvideo, Too Sad to Disco. Digga, Apache, richtig respektlos. Greift dir einfach ins Wort. Oh ja. Ich bringe die Single dazu und dein geiles Shirt auf der Instagram-Seite von O2Music.de. Okay, ich schreib dir bei Insta. Vergiss nicht, mein Video zu Ende zu schauen. Ja, ich schwöre, ich schreib dir bei Insta. Danke. Und jetzt legt er sogar noch auf. Alter, Apache, ehrenlos. Oh mein Gott. Apache. Oh mein Gott, Apache 207. Oh mein Gott, Apache Mailbox ist rangegangen. Oh mein Gott. Die Frage, die ich mir jetzt eigentlich stelle, was ist Apache? Yo. I'm drinking and driving to survive it. Take my sorrow and bury me alive in it. Wear your best dress, girl. Herzlich willkommen im Club. Der geht nicht viral, der TikTok-Livestream geht nicht viral. Was ist los? Wer hat euch verarscht? Oh, der Arme, bei ihm läuft nicht mehr. Geh doch viral, Junge, geh viral! Ich jedes Mal, wenn ich Video hochlade und wieder merke, das Video kam gar nicht gut an. Zu wild, einfach zu wild. Deine große Stärke hat sich in diesem Kampf als möglicherweise... Was? Deine größte Stärke? Digga, ich hab das damals so dermaßen gehasst und ich kann es einfach nicht verstehen. Ich kann verstehen, Leute, die einen Sprachfehler haben. Herzlichen Glückwunsch, Digga. In jedem Video verspreche ich mich 20.000 Mal. Aber meine Fresse, Digga, in der 12. Klasse lesen wir dieses Scheißbuch Faust und es gibt in der 12. Klasse, mein Gott, du machst Abitur. Abitur, Alter. 12. Klasse, Abitur, Gymnasium, Hujak. Und du kannst nicht mal einen geraden Satz lesen. Ich sitze hinten in der letzten Reihe und dann kommt so, darf ich bitte vor? Und ich denke mir schon so, nein, hör auf, du kannst nicht lesen, halt dein Maul. Der Lehrer, ja okay, lies vor. Damit ihre Kunden Verbindung mit den privat genutzten Produkten. Junge! Das bockt gar nicht. Ich verstehe dieses Faustbuch eh nicht, Alter. Weil es übel der komplizierte Scheiß ist. Habt ihr jemals Faust gelesen? Glaub mir, wollt ihr auch gar nicht. Und dann kommt sowas. Ja, kann ich nur herzlich gratulieren. Danke dafür. Zum Abschluss noch ein richtig geiles Video.
She tall and super strong. We always get along. Ich komm vorbei, ich bin unterwegs. Nicht schlecht. Das war's auf jeden Fall mit diesem Video. Ich wünsche euch heute noch einen angenehmen Apo, ey, die Baba kann es